Liebe Trader, es ist Samstag, der 20.11.2021. Mein Name ist Dirk Legan und ich begrüße euch heute zum dritten Teil meiner Serie Loro ETF Trends. Ich habe, denke ich, mir sehr interessante Themen für euch vorbereitet. Es geht vor allem um das USA-Infrastrukturprogramm, was daraus resultiert vielleicht für ETF-Anlagen, also interessante Trends in diesem Bereich, die sich dort ergeben könnten. Am Ende werden wir uns dann noch ein IPO im ETF-Bereich ansehen, auch sehr interessant, aber Schwerpunkt wird heute sein, sozusagen das Konjunkturprogramm in der USA. Okay, bevor wir starten, blende ich jetzt hier ein den sogenannten Disclaimer-Haftungsausschluss, verzichte hier auf das Vorlesen. Letztendlich die Trades, die ich euch zeige, das sind eigene Trades, sind natürlich keine Anweisung, um diese Trade selber einzugehen, und wenn ja, dann kann ich dafür nicht haftbar gemacht werden. Also hier kurz eingeblendet, ihr kennt das, ich mache das mal aus. Okay, also neueste ETF-Trends. Wenn man sich einmal das Konjunkturprogramm anguckt, das ging am 6.11. im Kongress durch. Das ist sozusagen der erste Teil von beiden gewesen, ne? Also das ist dann auch durchgegangen. Das zweite Paket ist ja immer noch in der Pipeline, werden wir sehen. Und das sind hier die einzelnen Punkte. Also was ist hier passiert? 40B ist immer Milliarden, ne? Das steht für Billionen, aber das ist für uns dann umgerechnet Milliarden. Also 40 Milliarden, gehen in Brücken, ne? Und so weiter. Hier sehen wir es. Sehen wir die Punkte, die ich besprechen werde mit euch, ist also hier dieses Electric Car-Thema. Ne? Dann sehen wir hier vor allem das Wasserthema hier, und jetzt muss ich ein bisschen weiter runter scrollen. Breitband werden wir auch reden, wie kann man da investieren. Also wir reden über dieses Thema hier, über Wasser natürlich, Breitbandausbau und natürlich hier auch Clean Energy. Das sind die größten Parts auch, wenn man sich anguckt. Also hier gehen 73 Milliarden in Power, sprich Batterietechnik und Clean Energy. Dann natürlich das ganze Wasserthema hier, auch im relativ hochgepreist. Zusammen sind das 105 Milliarden Breitbandausbau, 65 Milliarden. Ne? Deutschland hätte das wahrscheinlich auch mal dringend nötig. Und natürlich hier nicht so viel, aber immerhin diese batteriegetriebenen Autos, ne? die Aufladestation, da gehen eben auch immerhin 7,5 Milliarden hier in diesem Paket hinein. Okay, wenn man sich das mal anguckt, fangen wir mal mit den IVs an, also den Electric Vehicles Charger. Da gibt es ein ETF dazu, das kann man sich ganz gut merken. Es wird allerdings mit K geschrieben, also Cars mit, ne, wie wir kennen, Autos, Englisch, aber dann mit K. Wir sehen hier, das Thema ist zuletzt sehr gut gelaufen. Also wir sehen auch, also was ist hier drin? Natürlich nur die Klassiker, ne, wie Tesla Nio, ne, die chinesische Tesla und so fort. Und wir sehen zuletzt, das läuft gut. Das Thema ist sicherlich auch so ein Modethema. Wird sehen, wie, ob wir da auch nochmal Rücksetzer sehen, um damit dort einzusteigen. Ich selber bin zurzeit da nicht investiert, aber ich würde mich da gerne wieder engagieren. Gut, Schwerpunkt ist natürlich, also der Schwergewicht in diesem ETF ist natürlich Tesla. Und wenn man sich Tesla anguckt, die hatten natürlich zuletzt so ein bisschen Probleme, weil halt auch der Elon Musk, der gute, seine Teile seiner Position auf den Markt geworfen hat, um steuerlich dafür die Kohle zu nehmen, um da die steuerlichen Sachen, die dann anfallen werden, durch die Ausübung der Optionen letztendlich bezahlen zu können. Das war hier diese Bewegung. Zuletzt ging es dann aber doch wieder Richtung, wieder nach oben. Also das läuft gut. Und was wir auch hatten, war jetzt kürzlich ein Börsengang. Das Unternehmen, ich muss selber nochmal gucken, ich habe mich noch gar nicht so dran gewöhnt. Ne? Das ist also Rivian und das Kürzel ist RIVN. Also RIVN, gucken wir mal rein. RIVN, da sehen wir auch so eine Extrem. Ne? Das ist gut gelaufen, der Start war extrem gut. Ne? Wie wir hier sehen, hier an dem Tag war IPO, da liegt das erstmal extrem nach oben. Also IPO, jetzt muss man hier die Skala rüberziehen, gleich so bei 100 Dollar, ne? Und dann lief es in der Spitze auf 179 Dollar hoch.
Diese Euphorie war vor allem, dass die eben eine Kooperation mit Amazon und ich glaube, was sie mit wem noch, also die hatten schon einige Kooperationen in der Pipeline, die sozusagen dann hier die Autos abnehmen werden. Aber streng genommen schreiben die auch noch keine schwarzen Zahlen. Ne? Das ist also erstmal ja völlig übertrieben, das Zeug. Und es gibt auch ein anderes Ding, was auch schon eine Weile auf dem Markt ist. Das zeige ich, warte mal kurz die Zahlen dazu. Wo sind wir jetzt? Kleiner Moment. Ne, also das andere Unternehmen ist hier. Ne, also was IPO von Rivian, ne, Marketkapitalisierung größer 100 Milliarden und die haben insgesamt bisher 150 Autos verkauft. Ne, also die Marktkapitalisierung ist größer als Volkswagen. Ne, da sehen wir irgendwie auch diese extreme Übertreibung zurzeit am Markt. Und es gibt noch ein anderes Unternehmen, was wir hier auch abgebildet haben. Ne, also sehr schön irgendwie gezeichnet. Ne, also hier der Aufwärtstrend von Lucid. Ne, hier der Stecker, der rausgeflogen ist und hier am Ende vielleicht, ne, wartet der Bär darauf, dass es dann doch mal wieder Richtung ja, inneren Wert dieses Unternehmens gehen könnte. Ne. Gucken wir uns auch da mal den Chart so an, ne, LUCID. Sorry, LCID, ne? Also extrem gelaufen. Die hatten schon nach dem IPO hier einmal so eine Riesenbewegung nach oben und zuletzt eben auch, ne? Also hier, wow, ne? Das geht immer noch weiter ab. Scheint offensichtlich noch kein Ende zu finden. Aber das ist natürlich die Frage, ist das nicht vielleicht doch sehr übertrieben, ne? Okay, dann gucken wir mal weitere Zahlen, die ich da rausgesucht habe. Ne? Also die Lucid extrem gut gelaufen. Da stehen hier nochmal die Infos. Ne? Es steht jetzt also auch über, ne, Marktkapitalisierung über 90 Milliarden. Also beide zusammen, ne, sind ja, mehr wert als zweimal Volkswagen. Mich selber irritiert das natürlich zunehmend. Aber gut, ich selbst bin sogar in Wolfsburg geboren. Im Prinzip auch so eine Art VW. Wenn man den Volkswagen-Konzern anguckt, ne, hatte ich neulich auch einen sehr schönen Bericht bei YouTube gesehen. Das Ding geht es. Ja, wenn sie nicht aufpassen, sich nicht neu strukturieren und umbauen, die Zahlen in China waren vor allem nicht so doll, dann, ja, dann wird es schwierig, ne, gegen all diese neuen innovativen Unternehmen ja, gegenzulaufen, dagegen zu steuern. Die haben ja, okay, lange Jahre Erfahrung, aber eben, sie müssen aufpassen. Die Autos selber, wenn man sich die mal anguckt, da können wir kurz mal reingucken. Ne? Also wenn man jetzt hier mal anguckt, Rivian, ja, gebe ich hier mal ein, sorry. Ne? Also ich finde das Auto selber, so ein Elektro-Car, die sind ja mehr dann so als Pickup unterwegs. Das ist das schöne Ding. Ne? Also ich finde das ein bisschen hässlich, aber wenn es funktional ist, okay. Ne? Das Lucid-Auto, das finde ich schon irgendwie, die sehen irgendwie schon besser aus. Lucid Motors, ne? Korrekt heißt das Lucid Motors. Wenn man sich hier mal so die Sachen anguckt, das sieht schon ganz schick aus, ne? Also ähnlich wie so ein Tesla, ganz okay, die haben ein gutes Design und ich meine, da kann man ja auch glänzen, ne? Sonst ist da ja nur noch wenig drin, nur noch die Batterien und ein bisschen elektronischen Schnickschnack, der Rest ist Karosserie, also da kann man gerade in der Karosserie natürlich glänzen, also das finde ich schon ganz okay. Ja, zurück zu den News, was bei Tesla auffällt, natürlich genau dasselbe Bild, wir haben hier in dieser Grafik hier Tesla im Vergleich zu den 10 größten Autobauern führend. Nummer 1 ist natürlich hier immer noch Toyota, dann noch Volkswagen, ne, und so fort. Und Tesla selber hat eine Marktkapitalisierung größer oder sagen wir mal gleich der 10 größten weltweiten Autobauer, ne, und Verkäufer. Ne, das ist natürlich krass. Und wenn man sich anguckt, ne, was haben die ausgeliefert im Vergleich zu diesen Autobauern? Ne, das kann man ja gar nicht sehen. Ne, so nahe Null. Ne, und das ist hier der Verkauf aller anderen zusammen. Also da scheint ja offensichtlich eine gewisse Diskrepanz vorzuliegen. Aber hier wird natürlich Zukunftsmusik gespielt. Ne. Man wird sehen, wie sich so dieser ja gerade Elektrik-Automarkt entwickelt. Sehr gespannt bin ich da. Das wird sicherlich in diese Richtung gehen, weil es sich ja eben auch rechnet für die großen Unternehmen. Es ist jetzt gar nicht mal so, dass jetzt auf einmal diese, aus meiner Sicht, dieser Booster passiert, weil ja alle sagen, wow, super, umweltfreundlich, nix da. Es ist auch es rechnet sich auch. Ne? So ein Motor besteht, glaube ich, aus 2.000 bis 3.000 Teilen. Ne? Also so ein reiner Verbrennungsmotor ist ziemlich aufwendig in der Produktion. Wir sehen gerade auch im Moment Probleme bei den Zulieferern, wenn da nur ein
irgendeine kleine Schraube jetzt übertrieben fehlt, dann kann das Ding nicht richtig gebaut werden. Also höchst problematisch in der Produktion, deutlich günstiger. Und natürlich spart man da auch Arbeitskräfte ein. Ne? Also die Sachen lassen sich günstiger produzieren und je mehr Leute so etwas kaufen, desto günstiger wird es ja dann auch irgendwann in der Anschaffung und natürlich dann auch wieder in der Produktion. Dann hatten wir einen zweiten Bereich, der auffiel in diesem Konjunkturprogramm. Das war also der Breitbandausbau, immerhin hier 65 Milliarden. Und da gibt es eben auch, und da gibt es mehrere, aber ein ETF, was ich da in diesem Bereich mir immer antue, ne, das ist, kann man sich gut merken, NXTG, also sowas wie NextG. Ne? Also wir sind irgendwie bei G5-Ausbau. Und jetzt gucken wir uns mal den Chart dazu an. Sorry. So, Next G. Da haben wir es. Es hat ein bisschen Seitwärtsbewegung, aber zuletzt läuft das wieder ganz gut. Könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn ich nochmal zurückkomme, da so ein Swing-Trading-Pattern ausbilden, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, mich da zu engagieren. Das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Gibt da ja auch sonst interessante Entwicklungen zurzeit. Ne? Also wie heißen die nicht Space, nicht, also bei Space zu, gehören zu SpaceX, ne? Also dieses andere Unternehmen von Elon Musk. Und dann gibt es noch ein Unternehmen, wo sie halt so Satelliten an den Himmel werfen und dadurch eben auch die Ecken weiter bessere Internetverbindungen, die ermöglichen. Kommt, glaube ich, nächstes Jahr auch nach Deutschland die Möglichkeit. Also in den USA läuft das Ganze schon, läuft ganz gut. Und wenn das hier zu mir in der Dominikanischen Republik auch möglich ist, wäre ich natürlich happy und würde mir natürlich das auch gönnen. So ab 100 Mbits aufwärts ist das, glaube ich, schon eine ganze tolle Sache. Also irgendwas mit Link, Earthlink oder Spacelink oder Starlink heißt das Unternehmen. Kann man kurz reingucken. Also Starlink. Wie gesagt, man könnte indirekt über Google, weil die da an SpaceX beteiligt sind, darüber finanzieren. Aber gucken das mal oder investieren, besser gesagt. So, was hatte ich gesagt? Starlink ist das Unternehmen, ne, das zurzeit hochinteressant ist, gerade in diesem Bereich, wo man eben vielleicht noch keine schnelle Verbindung hat. Ne? Also das hier ist das Unternehmen, gehört zu SpaceX. Und ja, da gesagt, soll nächstes Jahr auch in Deutschland ausgebreitet werden. Wir sehen das einfach nur so eine einfache Satellitenschüssel, die ist relativ einfach zu handeln und das war's dann. Und dann halt das Abo, man müsste da mal abwarten, wie sich das entwickelt. Also wird spannend, was sich da so tut. Ne? Also auch in der USA hat man in vielen Bereichen keine gute Verbindung und deswegen gehen hier natürlich auch Gelder rein und natürlich für eine Infrastruktur oder für die Weiterbildung ist natürlich eine gute Verbindung extrem wichtig. Und wie gesagt, wenn ich da ab und zu mal in Deutschland bin und in einem Hotelzimmer merke, oh Gott, was habt ihr denn hier für eine Verbindung? Es gibt mittlerweile auch schöne Internetseiten, wo man sich angucken kann, wo die Leute, die dort übernachten, letztendlich durchmessen und das auf dieser Seite publizieren. Und da kann man halt ansehen, ja, wie schnell das dann überall ist, beziehungsweise sich überlegen, mache ich denn dort, übernachte ich dann halt in diesem Hotel oder lieber ein anderes. Ne? Also das ist ein wichtiges Kriterium, vor allem für mich, der nebenbei dann irgendwie viel am Laptop sitzt. Okay, also was war noch ein weiteres Thema? Das war hier das ganze Wasserthema. Natürlich ist das ganz klar, dass einer der großen Zukunftsthemen, 50 Milliarden gehen da rein, also in Trinkwasser und alles, was so mit Wasserausbau zu tun hat, auch Schutz, ne, vor Hurricanes, das gehört auch mit rein, ne, Water Resilience, ne, aber Trinkwasser und so weiter. Und da gibt es eben auch ein schönes ETF dazu mit dem Kürzel FIW. Da gucken wir auch mal rein. Das finde ich auch, das habe ich immer wieder gerne im Depot. Zurzeit habe ich es nicht drin, aber sobald ja mal wieder eine Chance da ist, ne? Also ich war lange in diesem Trend dabei, ne? Also ich in diesem gepunkteten Linie hier war, wurde ich ausgestoppt, bin ich rausgegangen und nachdem er hier wieder seinen Long-Trend aufgenommen hat, ist er bisher nicht zurückgekommen, scheint ein auch durch Infrastrukturgelder gut laufendes ETF zu sein. Natürlich ganz klar, also dieses Infrastrukturprogramm, das wird ja nicht, das kann die ganze Kohle von heute auf morgen auf den Markt geworfen, das geht dann schrittweise, gibt dann Genehmigungsverfahren und so weiter. Aber das ist genau das, wo
wovon eben so ein ETF langfristig ja, partizipieren kann und vielleicht nach oben gehen könnte weiter. Okay, das dazu. Was haben wir noch im Zusammenhang mit diesem, ja, vor allem ganz klar, große Thema, haben wir auch schon gesehen bei den Chargern, ne? Also Power, Clean Energy, ne, das große Thema. Ne, da gibt es natürlich ziemlich viele ETFs, da haben wir insgesamt gehen da 75 Milliarden rein. Das große ETF dazu, ich hatte den Kürzel PBD, ne, das ist also dann aber dann weltweit Clean Energy. Gucken wir uns auch mal an. Natürlich läuft das gut. Das war eine Zeit lang, wo es jetzt zuletzt nicht so gut lief, das Thema. Aber das scheint jetzt so langsam wieder zu kommen. Also gucken wir da mal rein. Und ich finde es auch prinzipiell gut, wenn man sich da irgendwie ein bisschen engagiert. Also wir sehen hier, das letzte High hier, so, glaube ich, so im Februar war das hier. Danach lief es halt mehr so nach unten seitwärts. Scheint jetzt aber wieder so sein Coming Out zu haben. Und es gibt natürlich dann auch im ETF-Bereich verschiedene Spezialthemen in dem Bereich Clean Energy. Das ist einmal hier Smog, ne? Die haben manchmal lustige Kürzel, ne? Kann man sich dann gut merken. Das ist noch ein bisschen anders ausgerichtet. Das läuft auch sehr gut. Dann gibt es hier Solarenergie, TAN, FAN, kann man sich auch vielleicht ganz gut merken. Das ist dann die Windenergie und HDRU ist dann das, was wir hier eben auch haben, die Powerbanks, ne? Also die Batterietechnologie und zwar hier im Zusammenhang mit der Wasserstofftechnologie. Und das kann man eben alles in Form dieser ETFs handeln. Man muss sich eben nicht darum kümmern, was man jetzt als Einzelwert da jetzt aus diesem Paket handelt. Ne? Man kann natürlich so eine Drop-Down-Analyse machen. Bei HDRO, da habe ich, habe ich auch Einzelwerte drin. Aber leichter geht das natürlich über ETFs. Ne? Also ich habe Plug Power zum Beispiel aus HDRO, aber in Form von Optionen. Aber das ist, wenn man direkt jetzt ohne Option das handeln möchte, ne, wäre sicherlich so etwas wie HDRO oder TAN oder FAN, Sachen, wo man gut drauf gucken kann. Dann abschließend noch eine interessante Entwicklung. Wir haben ganz neu ein sogenanntes Anti-ARK-ETF, so heißt das Ding, hat das schöne Kürzel SARK. G wäre irgendwie schöner gewesen, ne, für uns Deutschsprechenden, ne, also SARK. Heißt ja auch so schön, ne? Praktisch denken, sehr geschenken. Ne? Also das in diesem Zusammenhang kann man sich vielleicht ganz gut merken. Das ist das sozusagen das Anti-ARK-Teil. Ne? Also besser, S steht für Short natürlich, Short-ARK, aber zusammen, ausgesprochen halt SARK. Und worauf bezieht sich das? Das bezieht sich natürlich, ne? Also getreten wird es über Swaps. Und wenn man sich das mal anguckt, ne? Also was machen die? Macht dieses ETF, das ist also das inverse ETF zu dem ARK-K. Teil von Casey Wood, ich gleich nochmal erklären. Gucken wir uns vielleicht erstmal, das gibt da mehrere ARK-ETFs. Ne? Das ist hier, machen wir einen längeren Zeitraum. Das ist jetzt gerade zuletzt. Aber wenn man sich das mal länger anguckt, die Innovation, ne? Die hier gespielt wird, so nennt sie das. Wir hatten also hier letztes Jahr hier super tolle Aufwärtstrends und seitdem stagniert das, ne? So ein bisschen. Ne? Also was ist Schwergewicht, Tesla? Das sind alles Unternehmen, werden wir gleich nochmal so ein bisschen reingucken. Also wir sehen auch zuletzt, ne, das schwächelt, wenn die hier mal so durchbrechen, wird das sicherlich interessant auf der Short-Seite. Und dieses neue ETF, wie gesagt, das gibt es noch nicht so lange. SR, ne, SAG, ist gerade auf dem Markt und läuft genau in die andere Richtung. Ne? Das ist also das inverse Teil. Ne? Da, wo halt das ARK-Teil von Casey Wood nach unten läuft, dann läuft das inverse hier nach oben. Und nach dem IPO ja schon ganz gut angelaufen. Ne? Ich bin da relativ früh rein. Das ist natürlich indirekt auch ein ganz guter Hedge. Ne? Wir sind, aus meiner Sicht haben wir extreme Übertreibungen im Markt. Und wenn man dann das hier als Beimischung mit dem Depot hat, dann ist das vielleicht eine ganz gute Sache. Und wenn es mal nach unten geht, und wenn wir tatsächlich mal eine Korrektur bekommen sollten, dann sind sicherlich diese Unternehmen hier, die im Original ARK drin sind, besonders stark betroffen und dann geht natürlich dieses SARK entsprechend dann nach oben. Okay, also ein prinzipiell ein inverses ETF, ein Short ETF. Gucken wir uns da noch ein paar Zahlen zu an. Also Casey Wood ist dir sozusagen der Betreiber dieses ETFs. Das ist also ein aktiv gemanagtes ETF. Man orientiert sich da nicht an irgendeinem Index, sondern Casey Wood sagt halt, was
ins Depot passt, was für Sie die ja, neuen innovativen Technologien sind, die sozusagen Alleinstellungsmerkmale haben und bestimmte Kriterien erfüllen. Wie gesagt, letztes Jahr lief es ja auch gut. Ich will auch jetzt gar nicht auf Casey Wood herumreiten. Das ist also eher, läuft zurzeit halt nicht. Und wir sehen auch vielleicht auch, was sind da gleich für Werte drin. Wir sehen natürlich auch als Effekt davon, dass es nicht so gut läuft, gewisse Mittelabflüsse. Und zwar, ja, also bis Anfang des Jahres lief das noch ganz gut. Das ist jetzt für ein Jahr, mach das mal mehr für uns unten die Skala, also etwa ein Jahr bis Anfang des Jahres, bevor es dann runterging, hatte sie also jeden Monat, jeder Balken ist einen Monat Mittelzuflüsse. Und hier haben wir eigentlich danach eher von der Tendenz Mittelabflüsse in diesem ETF. Und ja, das ist eine Quelle, kann man sich angucken. Auf der Seite etfdb.com, da kann man sich so diese monatlichen Zuflüsse für alle ETFs sich genau angucken und kann dann sehen, okay, wo fließt Geld rein, wo fließt Geld raus, das ist also sehr schön zu sehen auf dieser Seite. Okay, so, ich hatte ja schon gesagt, was sind da für Komponenten drin? Es ist, wie gesagt, die geordnet nach Gewichtung, ne? Tesla Hauptgewicht, dann kommt hier Roku, Teladoc Health, ne? Dieser ganze Sektor läuft auch nicht. Also alles dieser Bereich, wo man sozusagen über nicht direkt irgendwie eine medizinische Versorgung macht, sondern dann eben über den Bildschirm. Ne? Dann klar, Zoom ist hier drin. Nutze ich ja auch gerade in diesem Augenblick Coinbase als Plattform für die Cryptocurrencies, Square, ne? Bezahlsystem und so weiter. Ne? Das sind alles hier Highflyer allerdings. Aber was natürlich hier das Problem ist, man kann ja auch messen, wie profitabel sind die eigentlich. Und zwar ist hier in dieser Tabelle zugrunde gelegt, das sogenannte Price-to-Sales-Ratio. Das heißt letztendlich, wenn Tesla zu dem, was es verkauft, ne, der Preis so hoch ist, ne, irgendwie bei $700 und aufwärts, ne, oder $1,000, ne, aber zu dem, was sie verkaufen, ist das immer hier zu dem Zeitpunkt ein Faktor von 19, ne, also das 19-fache im Vergleich zu den Sales bewertet. Und das sehen wir eben bei den anderen eben auch. Ne, hohe Bewertung zu dem, was sie eigentlich verkaufen. Ne. Also die Earnings selber kann man hier nicht zugrunde legen, weil oft haben die eben auch noch gar keine, also NA sind die Earnings. Das heißt also der Gewinn pro Aktie ist dann teilweise negativ. Ne, da kann man die auch nicht nehmen, aber deswegen nennt man hier besser Price-to-Sales-Ratio und das ist hier überall extrem. Ne? Also was wie bei Shopify, das 50-fache ist das die Bewertung dieser Unternehmen. Okay, aber es ist ganz klar, die stecken natürlich all ihre Kohle in neue Technologien, Ideen, wie sich das entwickelt, wird man sehen. Ne? Aber das sind natürlich die Fantasy-Produkte oder Aktien, die natürlich gegebenenfalls bei Korrekturen doch sehr stark unter die Räder kommen könnten. Und wenn man sich das hier nochmal anguckt, kann hier weiter scrollen, ne? Also wir haben sowieso eine Phase, wo sozusagen diese fundamentale Bewertung dieser ganzen Unternehmen offensichtlich gar keine Rolle spielt. Das ist vielleicht für euch so ein bisschen klein. Wir sehen hier einmal so einen Peak. Was haben wir hier auch wieder? Das Preis versus Sales Ratio. Und hier sind alles Unternehmen mal drin, die mehr als das 20-fache haben. Einfach mal alle aussortiert, die mehr als 20 haben und das dann eben dann die Marktkapitalisierung auch abgetragen. Und das, was wir hier sehen, ist dieselbe Übertreibung beinahe noch stärker, als wir das bei der Platzen der Dotcom-Bubble gesehen haben. Ne? Auch dort wurde jedes Unternehmen gekauft. Ne? Da musste nur ein guter Titel drin sein und musste irgendwie was mit Dotcom, ne? Irgendwas in diesem Bereich, irgendeine Fantasy, irgendeine Idee. Ne? Also hätten wir alle irgendwie so einen neuen Marktunternehmen gründen können. Ich selber war selber auch da, in einem solchen Unternehmen zu der Zeit beschäftigt. Aber wir wissen ja, was danach passierte. Ne? Es platzte dann die Blase bei danach. Und ja, im Moment sehen wir eben auch, ne? Es wird alles gekauft, was eben nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und vor allem, es ist völlig egal, ob die nun verdienen. Es muss eine interessante Story sein, muss sich gut verkaufen können, die Sachen. Und dann ist man dort engagiert.
Ne, da wird einem natürlich Angst und Bange, aber es ist nur halt die aktuelle Situation. Solange das weiterläuft, okay, ne, ist man halt dabei. Aber man kann das eben auch als Beimischung, haben wir gesehen, durch Sarg, ne, nicht G, sondern K, eben dann auch ein bisschen abfedern, weil wenn es mal korrigiert, dann wird natürlich gerade dieses Ding explodieren, denke ich mir. Ne? Also für nicht, wenn man das mit Optionen macht, aber mit dem Direktinvestment gibt es auch keine Optionen drauf, kann man da eben, denke ich mir, sich ganz gut gegen fallende Märkte abhatchen. Und das haben, machen natürlich auch andere, ne, die das über Optionen machen in AK. Das lässt sich übrigens auch noch ganz gut veroptionieren. Es gibt dann also den sogenannten Big Short, der bekannt geworden ist 2008, als er, also der sogenannte Michael Burry, der während der ja, Finanzkrise, genauer gesagt der Mortgage-Krise, also der Hypothekenkrise letztendlich da schon früh drauf gewettet hat auf fallende Kurse und gerade 2008 dann eben ganz gut verdient hat an dieser Geschichte. Und diese Sache war so spannend, dass das später dann auch verfilmt worden ist. Genauer gesagt, wenn wir kurz überlegen, 2015 gab es dann diesen Film, einen schönen Titel, The Big Short, und für jeden, der tradet, unbedingt sehen das Ding, ne? Also das ist ein guter Film, gute Schauspieler und da wird nochmal diese ganze Problematik aufgerollt. Klar, es ist ein Hollywood-Streifen, aber es ist doch durchaus sachlich und ganz gut. Es sind sogar bekannte Schauspieler drin, ne? Den erkennt ihr vielleicht gar nicht, ne? Brad Pitt hier mit Bart. Und wenn ihr euch den Film anguckt, dann achtet drauf, ne? 2015 gibt es irgendeine Szene, wo dann Brad Pitt in New York zu der damaligen Zeit dann mit Mundschutz, Gesichtsmaske rumlief. Also da war seiner Zeit selbst in diesem Film weit voraus. Und was macht jetzt dieser Michael Burry? Das ist ja der Schauspieler von diesem Michael Burry. Der ist dann eben auch stark eben zurzeit auf der Short-Seite engagiert bei Casey Wood. Also spielt sozusagen die andere Seite, war auch stark in Tesla kurzfristig drin, ist dann allerdings wieder raus, als es weiter nach oben lief. Irgendwann gibt es dann vielleicht auch so einen Short Squeeze, wo er wieder raus muss. Aber von der Tendenz her stehen die natürlich alle bei Fuß, um gegebenenfalls in diesem Bereich sich shortmäßig zu engagieren, ne? Wenn sie es noch nicht sind, ne? Also da kann natürlich ewig weiterlaufen, die Party, aber wenn natürlich irgendwann tatsächlich mal Korrekturen kommen, ne, dann sind die natürlich ganz gut aufgestellt. Gut, das dazu. Ich habe selber, ja, wenn ich da Trades mache, das vielleicht abschließen, ich habe auch eine Seite, nennt sich hier lorotrader.com. Da haben wir auch einen Signalservice, wo ich da in einzelne, ja, ETFs einsteige. Das ist das hier. Ne, das kann man auch mal so einen Monat frei abonnieren. Da trade ich dann eben auch diese eben besprochenen ETFs. Also in diesem Sarg bin ich drin, in den anderen glaube ich so gut wie gar nicht. Ne? Aktuell, die sind alle ein bisschen heiß gelaufen. Also was wir erst im Konjunkturprogramm hatten, da sehe ich ja indirekt in einzelnen Aktien, ne? Bin ich in HDRO, in Wasserstofftechnologie drin. Und ja, die Sache finde ich aber durchaus interessant, ne? Abschließend, ne? Also hier alles, was so diesen Bereich im Konjunkturprogramm drin ist, da warte ich auf günstige Swing-Setups und werde das dann auch entsprechend dann in unserer Skype-Gruppe dann in Echtzeit dann posten. Okay, dann ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like oder ein Subscribe und auch gerne einen Kommentar dazu, ne, weil ja, das ist nochmal, das könnt ihr euch ja auch irgendwie, vielleicht habt ihr auch andere Ideen, ne? Wie kann man sozusagen bei diesen großen Investitionen, bei diesem Konjunkturprogramm, wo kann man dran verdienen? Na, es gibt natürlich auch einzelne ETFs, wo dann so, ja, überhaupt so Building-Projekte oder irgendwas drin sind, aber die sind sehr breit gestreut. Hier habe ich euch ja sehr spezielle Themen vorgestellt, aber ihr könnt ja gerne, wenn ihr möchtet, im Kommentar eure Anmerkung dazu geben, würde ich mich freuen. Und dann abschließend wünsche ich euch erfolgreiche Trades und macht es auch sonst gut. Ne? Tschüss aus der Dominikanischen Republik.